Hallo, Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. La Palma, wahrscheinlich Wetterkapriolen am Sonntag. Von 6 bis 18 Uhr hat Emmet eine gelbe Wetterwarnung für La Palma veröffentlicht. Emmet formuliert dies wie folgt. Bewölkt, wahrscheinlich mit starken Regenfällen, wahrscheinlicher auf den Gipfeln und am Westhang, sie können in Form von Schauern auftreten und von einem Sturm begleitet sein, wobei sie am Westhang eher in der ersten Tageshälfte und am Osthang am frühen Nachmittag wahrscheinlicher sind. Zuerst an der Westseite der Insel, später in den Gipfelregionen des Osthanges soll eine Regenfront heranziehen. Emmet rechnet hier mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in 60 Minuten. Dies wird mit einer Zuverlässigkeit von 40-70% angegeben. Hinzu können Gewitter kommen, welche die Heftigkeit des Regens beeinflussen werden. In den höheren Regionen und im Nordwesten können starke Windböen auftreten. Überschwemmungen, Steinschläge, Straßenglätte und Erdrutsche sind auch möglich. Hoffen wir, dass die Prognose von Emmet, wie schon öfters passiert, nicht so eintrifft. Sicherheitshalber sollten Sie in den genannten Regionen jedoch möglichst zu Hause bleiben und die aktuellen Wettermeldungen beachten. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.